Ordnungspunkt 30, Erfüllung von Stadtratsbeschlüssen, ein interfraktioneller Antrag. Wer bringt ihn ein? Herr Genschmar, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag ist durch die aktuelle Situation auch schon wieder etwas lange im Geschäftsgang. Aus diesem Grund möchte ich als erstes ein paar Daten, die in dem Antrag versehen sind, korrigieren. Im Punkt 1 wird der Stichtag 30. September 2020. Dort würde ich gerne den 31.12. reinändern lassen. Im Punkt 3 ist der 31.12. für die Anhörung vorgesehen. Des letzten Jahres würde ich auf das Ende dieses Jahres, also 31.12.2021, ändern lassen. Nun zum Inhalt des Antrages. Ich denke, alle Kolleginnen und Kollegen kennen das, dass wir sehr oft Beschlüsse fassen, die aus dem Rat sehr oft auch einheitlich eine Zustimmung finden. Wir sind Vertreter der Bürgerschaft, die uns auch viele Anträge nahebringen. Und wir dann merken, dass diese Beschlüsse durch die Verwaltung teilweise gar nicht unvollständig oder, wie gesagt, sehr mangelhaft umgesetzt werden. Regelmäßig bekommen wir Beschlusskontrollen, wo wir lapidare Formulierungen erfahren. Häufig ist daraus erkennbar, dass die Verwaltung gar kein Interesse hat, diese Punkte umzusetzen. Wir glauben, dass die Anträge und die Beschlüsse ein inhaltliches Recht und der Demokratie sind, die uns als Stadtrat durch die Wähler gegeben sind. Und gleichzeitig wollen wir aber mit diesem Antrag auch endlich die Verwaltung beauftragen, mal Beschlüsse, die schon teilweise zurückliegen bis in die 90er Jahre, mal uns aufzuschreiben und wo wir dann von der Verwaltung vorgelegt bekommen wollen, welche Beschlüsse gerade im Baubereich dann aufgehoben werden können. Wir würden uns sehr freuen, wenn dieser die Rechte des Stadtrats stärken Antrag eine Mehrheit im Stadtrat finden würde. Recht herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Genschmar. Wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt die CDU-Fraktion. Kein Redebedarf, AfD-Fraktion. Frau Dr. Schöps, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, der interfraktionelle Antrag betrifft ein in Deutschland weit verbreitetes Problem. Bürgermeister setzen Ratsbeschlüsse nicht oder nur sehr schleppend um. Oder, so kann es auch sein, die Verwaltung entwickelt ein gewisses Eigenleben und macht etwas ganz anderes, als eigentlich beschlossen wurde. Beispiel Radverkehrskonzept, hatten wir ja schon eine längere Diskussion an anderer Stelle. § 52 Absatz 1 der Sächsischen Gemeindeordnung verlangt, dass der Oberbürgermeister die Beschlüsse von Stadtrat und beschließenden Ausschüssen umzusetzen hat. Eigentlich selbstverständlich. Das gilt sogar, sofern nicht ein Widerspruch in Frage kommt, wenn der Beschluss rechtswidrig oder nachteilig für die Stadt ist oder sich die zugrunde liegenden Verhältnisse geändert haben. Man könnte ja eventuell auch einen anderen Beschluss machen und das ändern oder wieder aufheben. Im Kommentar von Brücken zur Sächsischen Gemeindeordnung heißt es, ein eigener Gestaltungsspielraum für den Vollzug der Beschlüsse des Gemeinderates besteht nur, wenn der Beschluss einen solchen Spielraum einräumt und offen lässt. Eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit, nur leider wird das eben immer wieder missachtet. Setzt der Bürgermeister nun die Beschlüsse nicht um, pflichtwidrig nicht um, liegt unter Umständen ein Dienstvergehen vor, das möglicherweise dienstrechtliche Folgen haben kann und sogar Schadensersatzansprüche nach sich ziehen kann. Soweit zur Rechtslage. In einer Anfrage aus dem Jahre 2018
Mit dem Titel Umsetzung von Stadtratsbeschlüssen ist damals von 302 nicht umgesetzten Beschlüssen die Rede gewesen. 302, Sie haben richtig gehört. Letztes Jahr fragte mein Fraktionskollege Thomas Laczynski an, wie viele Stadtratsbeschlüsse zur Planung von Verkehrsinfrastruktur aus den vergangenen 20 Jahren denn noch offen seien. Seine Antwort lautete, ich zitiere, die Beantwortung der Fragen erfordert einen erheblichen Rechercheaufwand, der nicht leistbar ist. Eine Statistik wird, und jetzt kommt es, in der Stadtverwaltung nicht geführt. Ich frage mich bei dieser Antwort, hat die Verwaltung denn den Überblick verloren über ihre eigenen Beschlüsse, die sie eigentlich noch ausführen müsste? Vom Vorstand oder Geschäftsführer eines einigermaßen erfolgreichen Unternehmens würde man so etwas sicher nicht zu hören bekommen. Der würde von seiner Mitarbeitern sicher eine Statistik zur Verfügung gestellt bekommen und dann sagen können, wie viele offene Aufträge er und sein Unternehmen noch zu bearbeiten hätten. Damit, denn er steht ja seinen Investoren oder den Eigentümern seiner Firma gegenüber in der Pflicht und muss deshalb ihnen Rede und Antwort stehen können. Der Oberbürgermeister einer Stadt steht natürlich auch als Träger eines öffentlichen Amtes in der Pflicht und zwar gegenüber den Bürgern. Die sind gewissermaßen auch so was wie Investoren, denn die investieren ja jeden Monat oder jedes Jahr ihre Steuern und Abgaben in das Gemeinwesen ihrer Stadt. Nach allgemeinem Rechtsempfinden haben Amtsträger gemeinwohlorientiert zu handeln. Ich denke, da sind wir uns wohl weitgehend einig. Dieses Ethos des öffentlichen Amtes gebietet es, den Bürgerwillen in die Tat umzusetzen. Wir als Stadträte der AfD-Fraktion tun das, indem wir nicht nur versuchen, das Wahlprogramm umzusetzen, sondern eben auch die Verwaltung kontrollieren. Und deshalb müssen wir hier wirklich diesen Antrag unterstützen und nachhaken. Es kann einfach nicht sein, dass so mit unseren Beschlüssen umgegangen wird. Wenn Stadtratsbeschlüsse ohne erkennbaren Grund nicht oder nur sehr zögerlich umgesetzt werden, dann muss beim Bürger nämlich der Eindruck entstehen, ja, es sind ja nur symbolische Akte, bringt ja alles nichts und er fühlt sich dann leicht in einer Art Fassadendemokratie verortet. Anders gesagt, wozu soll ein Bürger an der Kommunalpolitik überhaupt noch Anteil nehmen, wenn der von ihm gewählte Stadtrat beschließen kann, was er will und die Verwaltung dann am Ende macht, was sie will und nicht der Stadtrat als Vertreter des Bürgers. Der Bürger wird direkt resignieren und sagen, ja gut, Politik bringt alles nichts. Ich kann sowieso nichts machen, die machen doch was sie wollen, sie kennt es sicher alles. Politisches Selbstdenken und Selbsthandeln kann so leicht natürlich auch im Zuge einer vielleicht gewollten asymmetrischen Demobilisierung der Wählerschaft bewusst verursacht und einkalkuliert werden. Und damit am Ende ist Denken und politisch Handeln für den Einzelnen möglicherweise ein Luxus, der eh überflüssig ist und nichts bringt und so weiter. Konsequent ist, dass natürlich dann nur die lauten Minderheiten noch zu Gehör kommen und ihre Ziele durchsetzen können. Das ist alles das, was wir gerade nicht wollen. Ich habe jetzt vielleicht sehr dick aufgetragen, habe das alles sehr hoch angehängt, aber auch wir als Kommune haben ein kleines Steinchen mit im Mosaik der Politikverdrossenheit in unserem Land zu verantworten. Und das will ich nicht und das darf einfach nicht sein. Denn für uns Stadträte ist das am Ende sehr frustrierend zu arbeiten. Am Ende passiert nicht das, was wir eigentlich mehrheitlich beschlossen haben. Und deshalb unterstützen wir diesen Antrag. Vielen Dank. Vielen Dank, Fraktion Die Linke. Wenn wir da Fraktion SPD, FDP. Dann ist 90 Die Grünen, Frau Mühle. Okay, dann habe ich auf meiner Liste derzeit keine Wortmeldung mehr und wir können in das Abstimmungsverfahren eintreten und ich darf den Tagesordnungspunkt 30 in Form des federführenden Ausschussberichtes zur Abstimmung bringen. Herr Genschmer hatte ja die Datenänderung als solches dort auch eingepflegt. Wer dem zustimmt, den bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies hat bei 32 Ja-Stimmen und 21 Gegenstimmen ohne Enthaltung eine Mehrheit gefunden.